bin's, Lina, und heute reagiere ich auf Shorts. Let's go! Wenn die Polizei vor der Tür steht. Dürfte ich einmal reinkommen? Dieses Kostüm. Ja, klar. Okay, ich müsste einmal deine Eltern sprechen. Das geht nicht, die sind im Urlaub. Okay, wer ist die hässliche Frau da hinten? Das ist meine Mutter. Ah. Oh Gott, nein. Guten Tag, was gibt's denn? Ich muss Ihnen sagen, Ihr Sohn tickt. Echt? Ich sag immer, der tickt nicht mehr richtig, aber scheinbar ja doch. Ich meinte damit, er verkauft auf dem Schulhof. Aha, ja, der hat früher auch immer Flohmarkt gespielt, raus auf der Straße. Was verkauft er denn? Er verkauft Drogen. Oh, was für welche? Das grüne Zeug. Warum hast du mir das nie gesagt, Jonas? Das ist jetzt nicht das, was man seinen Eltern so jeden Tag erzählen würde. Ich hätte das Zeug gebrauchen können. Weißt du, wie anstrengend dein Vater manchmal ist? Ich würde gar auch mal gerne noch wieder runterkommen. Moment mal, Sie können das so mit Ihrem Sohn nicht machen. Ja, alles gut. Jonas wird morgen nichts mehr in der Schule haben. Und warum? Weil ich ihm bis dahin alles abgekauft haben werde, Mr. 110. Komm raus hier. Oh Mann, aber ich glaube, an jeder Schule gab es auch jemanden, der sowas vertickt hat, wisst ihr? Okay, wir schauen weiter. Jetzt kommt Part 2. Ich rufe an und sage, dass ich die Hausaufgaben nicht verstehe. Boah, ich lieb das, als Kind bei einer Grundschule anrufen. Guten Tag. Schönen guten Tag, hallo, hier ist der Linus. Ja? Die Hausaufgaben sind so schwer heute. Ich weiß jetzt, um welches Kind geht's denn bitte? Ich bin der Linus. Ich bin bei der Frau Sch. Moment mal. Wir haben so Kettenaufgaben bekommen in Mathe. Hm. Das ist 50 mal 40 und dann plus 60 und plus 12 und so viele Finger habe ich gar nicht. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn du es nicht verstanden hast, dann lässt du es frei und fragst morgen deine Lehrerin nochmal, ne? Ich wollte eigentlich meinen Papa fragen, aber der hat gesagt, ich soll die Klappe halten. Okay. In welcher Klasse bist du denn? In der vierten. Ja, ist es 4a, 4b, 4c? Mit Emil zusammen. Mit Emil zusammen? Nee. Ich finde das so lustig. Ich lieb den Dude wirklich. Ich feiere den wirklich. Das ist mein Humor. Wer von euch weiß noch den Lebensraum von diesem Vogel? Mensch, Kinder, das ist Biologie-Grundkurs. Das müsst ihr einfach aufsaugen. Papagei. Sie hat saugen gesagt. Saugen. Sass. Na gut, ich zeig's euch auf einer Karte. Wo ist denn der Kartenständer? Ständer. Warte, pass auf. Die Kartenständer sind alle oben im Erdkunderaum. Ja, toll, da liegen sie auch gut. Bist du so lieb und würdest mir einen runterholen? Also echt, das mit den Vögeln, das müsst ihr echt noch ein bisschen üben. Nee, ich hatte manchmal das Gefühl, dass Lehrer das extra sagen. So zweideutige Wörter. Aber dann kam halt immer sowas, solche Sprüche von den Jungs. Willkommen bei Subway, Ihre Bestellung bitte? Ich hätte gern einen Chicken Teriyaki, aber 15 cm, nicht 30, weil 30 cm hat mein Freund schon. Welches Brot? Wie, welches Brot? Ich bin irgendwie viel zu klein, die Speisekarte zu lesen. Ich nehme einfach das in der Mitte. Salat? Zwiebeln? So glaube ich, das ist richtig Salat und Zwiebeln. Ist der Käse vegan? Weil ich bin anders als wie die andere Mädels. Ich achte ein bisschen auf meine Ernährung. Ja, der Käse ist vegan. Welche Soße möchtest du haben? Boah, du bist viel zu schnell. Warte mal, du bist genauso wie mein Freund. Ich nehme einfach die weiße Soße, aber viel Soße, weil ich stehe auf Soße. Noch mehr Soße? Reicht das? Möchtest du es als Single oder Menü? Hä, Digga, wie Single? Ich habe einen Freund, das habe ich dir doch gesagt. Machst du mich jetzt hier an, oder was? Ich habe mich gerade so bedroht gefühlt. Ich weiß nicht, wieso, wie es rübergestiegen ist. Das so... Oh Mann, aber ich mag diese Videos auch immer. Bei Germany's Next Topmodel gibt es ein Geheimnis, über das nicht einmal Ex-Kandidatin Liliana spricht. Und das wäre auch für immer unter Verschluss geblieben, hätte Heidi Klum nicht einen entscheidenden Fehler gemacht. Und zwar hat sie dieses Armband getragen. Klingt ja erstmal gar nicht so schlimm, oder? Falsch. Die neue Staffel GNTM ist die erfolgreichste seit 13 Jahren, nachdem sie von Liliana exposed wurde. Und nachdem ich Liliana mit demselben Armband gesehen habe, wusste ich, dass da etwas nicht stimmt. Landwirt Horst meint, ich hab die beiden noch nie im selben Ort gesehen. Und tatsächlich zeigen etliche Bilder Photoshop-Fehler zwischen Liliana und der Modelmama. Ist Liliana doch nur eine Marketingmaschine des Mediengiganten ProSieben, um die stets sinkenden Einschätzungen Quoten zu retten? Ich sage nein, denn ein geschultes Auge mit etwas Hintergrundwissen von Hannah Montana erkennt sofort, bei Liliana und Heidi Klum handelt es sich schon immer
um dieselbe Person. Wieso guckt man das denn heutzutage noch? Man weiß doch, dass dort immer irgendeine Kacke stattfindet, die irgendwas mit Bodyshaming oder halt Tierquälerei mit Pelz und so weiter zu tun hat. Diese Nacht war für mich schlimm. Ich hatte eine Schlafparalyse. Eine Schlafparalyse ist eine Schlafstarre. Du kannst dich nicht bewegen, so deine Augen sind offen und meistens kannst du den Raum vor dir sehen. Das Schlimme an einer Schlafparalyse, du halluzinierst. Es fühlt sich so an, als wärst du in Ketten gelegt und kannst nicht aufstehen. Du versuchst dich zu bewegen, aber es funktioniert einfach nicht. Der ganze Körper wird einmal hinuntergedrückt. Du kannst nicht nach oben, du kannst nicht nach unten und dir wird schwindelig. Das Schlimmste aber ist die Halluzination. Es fühlt sich so an, als ob dich die ganze Zeit jemand beobachtet. Meistens von der Tür aus. Es kann aber passieren, dass diese Gestalt, die schwarze Gestalt, die du siehst, auf dich zukommt. Ich schreie immer wieder Hilfe, Hilfe, aber mich kann einfach gar keiner hören. Mein Freund liegt neben mir, mein Sohn liegt neben mir, aber keiner bekommt irgendwas mit. Irgendwann befreie ich mich von der Schlafparalyse und bin schweißgebadet. Okay, das hat gerade so null zusammengepasst. Sie macht einen Kuchen. Ich bin voll aufgeregt, weil der Kuchen so irgendwie voll nice aussieht irgendwie. Sie hat es so, und vor allem, was sind das für Süßigkeiten? Ich sehe die zum ersten Mal, diese Giottos, die... Mit schwarzen Krümeln? Das sehe ich zum ersten Mal. Guten Morgen, klasse. Ich kontrolliere die Anwesenheit. Picasso? Picasso. Ja, Picasso, ein Vogel. Picasso. Toll. Edward. Oh mein Gott, ich habe gesagt, lass das und das wird nie was aus dir. Vincent? Hallo? Vincent, spitz gefälligst das Ohr, wenn ich mit dir rede. Hä? So, eure Hausaufgabe war, malt den schönsten Tag aus euren Sommerferien. Edward? Mein Gott, ihr solltet den schönsten Tag malen. Aber das war der schönste Tag. Soll ich den schlimmsten malen? Hey, warum kichert ihr da? Sehr witzig, Picasso. Hä? Soll ich das etwa sein? Hat hier irgendjemand auch was Sinnvolles gemalt? Blau. Ich hasse meinen Job. Also, bei Van Gogh, by the way, da gibt's ja die Geschichte, dass er sich sein Ohr abgeschnitten hat für eine Geliebte. Ich muss mal ganz kurz googeln, weil das interessiert mich gerade. Genau, er hatte anscheinend einen Streit mit seinem Kollegen Paul Gauguin, keine Ahnung, ich konnte das auch beim Vortrag nicht aussprechen, meine Kunstlehrerin auch nicht. Und er hat sich auch nicht das ganze Ohr abgeschnitten, sondern nur ein kleines Teil davon. Hallihallo, mein Lieber, und willkommen zu einem neuen Schuljahr. Hat dir jemand schon mal gesagt, dass deine Stimme echt wehtut in den Ohren? Wir haben ein neues Schuljahr, weißt du, was das heißt? Ein Jahr lang gerade so viel zu lernen, dass man durchkommt. Den Klassenchat stumm schalten, weil es eh kein Schwein juckt, was Hausaufgabe auf war. Ja, das auch. Aber du weißt doch, neues Schuljahr heißt neuer Lehrer. Das heißt, wir können uns ganz neue Identitäten ausdenken. Denk dir schnell was aus. Der neue Lehrer müsste in, 30 Sekunden kommen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin die Frau Müller-Pfaffensberger-Berg-Berg. Ich bin dieses Jahr für das wunderbare Unterrichtsfach Biologie zuständig. 10 Sekunden im Unterricht und ich habe jetzt schon so keinen Bock mehr auf diese Schrulle. Wir starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Wir fangen von hinten an. Wie klar war das, dass wir wieder als Erste drankommen? Lass mich mal, ich habe mir was Tolles überlegt. Hallo, ich bin der Magnus, ich bin 25 Jahre alt, 7 Mal sitzen geblieben und meine schwangere Frau sitzt zu Hause in unserem Eigenheim und passt auf unsere 10 Katzen auf. Oh mein Gott, die arme Lehrerin. Der erste Tag war auch immer so chillig, ne? Weil bei uns war es immer so, ja, man saß halt da, man hat irgendwie so sein Hausaufgabenheft beschriftet, irgendwie so Informationen einfach nur bekommen. Und dann erst ab dem zweiten, dritten Tag hat es richtig begonnen. Da spürte man, okay, es beginnt wieder, gar keine Lust. Dann hat man seine ersten Hausaufgaben bekommen. Wenn ich mich so dran erinnere, nee, vermisse ich gar nicht, absolut nicht. Nee. Okay, Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert das Glöckchen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und sonst wünsche ich euch eine produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.